Sigis Band, einen Applaus bitte noch. Schönen guten Abend, Ravensburg. Schönen Abend nach Hause zu Ihnen vor den Fernsehschirmen. Bei uns in der letzten Sendung vor Weihnachten geht es noch mal so richtig künstlerisch zu. Zum einen habe ich mir vom Fräulinsberg im Schwarzwald Uwe Merz eingeladen. Er betreibt dort oben ein Atelier für intuitive Malerei. Aber zuvor begrüße ich den zweifachen Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner. Er malt Gemälde in den Himmel. Ostfildern auf der grünen Wiese vor der Stadt. Die flammenden Sterne stehen an und für die wird Joachim Berner sorgen. Der mehrfache Pyrotechnik-Weltmeister bereitet wieder einmal eine spektakuläre Feuershow vor. Und die Besucher können sicher sein, dass ihnen Außergewöhnliches geboten wird. Seit 1980 ist Joachim Berner als Pyrotechniker ein Begriff. Das meiste hat er sich selbst beigebracht und auch seine Effekte erfindet er gern selbst. AC/DC, die Rolling Stones oder Tina Turner setzen gern auf seine Künste. Seine Firma Innovative Pyrotechnik in Ehningen bei Stuttgart hat schon mehrfach den Weltmeistertitel bei der International Fireworks Competition in Montreal gewonnen. Mit musikalisch choreografierten In- und Outdoor-Produktionen. Und damit herzlich willkommen bei Humpes der Talk, Joachim Berner. Haben Sie es erkannt? Ja. Smoke on the Water. Der perfekte Einstieg. Wir haben es gerade im Einspieler schon gehört. Sie sind für wahnsinnig viele Künstler, internationale Stars unterwegs. Wie läuft eine solche Produktion ab, wenn Sie für AC/DC oder für Tina Turner auf Tournee gehen? Natürlich mal vollkommen anders, wie man Feuerwerk macht, weil wir haben im Prinzip nichts anderes zu tun, wie die Band zu unterstützen, dass sie besser aussieht, dass sie einfach noch mehr spektakuläre Dinge machen kann auf der Bühne. Verschwinden können oder dass man eine Hölle zeigt oder irgendwas, bei Sympathy for the Devil zum Beispiel, bei den Rolling Stones oder dann bei den AC/DC, wenn sie ihre Kanonen schießen möchten, for the About the Rock, dann kommen die Kanonen hinten raus. Das ist alles dann Pyrotechnik, die wir dann machen, um einfach die Performance zu unterstützen. Wie läuft das ab? Rufen Sie in Australien bei AC/DC an und sagen, ich würde da mal gerne bei euch die Kanonen bestücken oder ist das umgekehrt? Nee, es gibt ein paar große Produktionsfirmen, die diese Tourneen machen und mit einer dieser großen Produktionsfirmen arbeiten wir schon seit über 20 Jahren zusammen, sodass wenn deren Bands natürlich auf Tour gehen, dann kriegen wir in der Regel einen Anruf und die Termine genannt. Das heißt, Sie machen mit der Technik, die dort oder mit der Firma, die dort die Bühnentechnik macht, gemeinsam erarbeiten Sie diese Choreografie zum Beispiel? Nee, das ist dann eher die, es gibt ja immer so einen Bühnendesigner und einen Lichtdesigner und dann einen Gesamtdesigner, der die ganze Show kreiert und choreografiert und mit denen in Abstimmung wird dann das Ganze so, ja, sagen wir mal, ausgesucht, ausgewählt, damit wir die Effekte rausbekommen, was erzielt werden soll. Lernen Sie die dann auch kennen, den Angus Young von AC/DC oder auch Keith Richards von Rolling Stones oder sind die zu weit weg? Nee, die sind relativ nahe da sogar, weil man muss ja mit ihnen arbeiten auf der Bühne. Sie stehen ja direkt neben den Effekten teilweise oder werden von den Effekten zum Teil kaschiert. Ich selber bin bei den Tourneen weniger dabei, das macht mein Partner Uli Frick, der ist so der Tourspezialist und der hat da schon so manche Story auf Lager. Kennen Sie die auch? Nee. Können Sie eine zum Besten geben? Nee, ich kenne überhaupt keine. Ja, alles klar. Okay. Smoke on the Water, Sie machen unheimlich viele Feuerwerke in Deutschland, vor allem auch in der Schweiz, Zürichsee, Bodensee auch. Können Sie davon erzählen, was Sie dort machen und wie die Schwierigkeiten sind, vielleicht für die Deutschen und für die Schweizer zu arbeiten? Es ist eigentlich kein großer Unterschied, ob für die Deutschen oder die Schweizer arbeitet. Ich sage mal, ein bisschen lockerer ist es noch in der Schweiz. Von den Genehmigungen her, mit dem Umgang mit den Behörden, da ist es noch etwas einfacher, in der Schweiz zu arbeiten als in Deutschland. Im Prinzip sind es ähnliche Feuerwerke in Zürich zum Zürichfest. Das findet alle 3 Jahre statt. Ist ein Riesenfeuerwerk, was immer am 1. Juli-Wochenende ist. Im kommenden Jahr ist das wieder soweit. Da haben wir nahezu 800.000, 900.000 Zuschauer. Sollst nicht glauben, dass die aus der Schweiz tatsächlich so viele Leute zusammenbringen. Im Gegenzug haben wir beispielsweise in Konstanz Seenachtsfest auf dem Bodensee.
Das ist natürlich jährlich, immer das erste Augustwochenende, das zweite Augustwochenende. Und da haben wir ähnliche Bedingungen. Wir sind auf dem See, wir haben Schiffe, wir haben Pontons, wo das Feuerwerk drauf aufgebaut wird. Und wir haben immer ein recht breites Publikum. Das heißt, die Bucht von Konstanz oder die Bucht von Zürich ist der Besucherbereich. Und der muss dann bespielt werden. Das ist dann natürlich schon ein bisschen aufwendiger, wenn man an Land ist und so eine klare Linie hat, hier Feuerwerk, hier Zuschauer. Da hat man die Zuschauer meist so 180 Grad um sich herum. Und da muss man dann schon entsprechend die Effekte auswählen und auch die Choreografien machen, damit es jeder, egal wo er steht, gleich sieht. Was sind denn die Schwierigkeiten, wenn Sie auf einem See quasi abfeuern, die ganze Pyrotechnik im Verhältnis zu, wenn Sie auf dem Land stationiert sind? Auf dem Land habe ich in der Regel halt so viel Platz, wie ich brauche. Und auf dem See gibt es mir die Größe der Schiffe oder der Pontons vor, was wir an Aufbaufläche haben. Und trotzdem möchte ich natürlich, oder muss man eigentlich eine recht breite Front hinbekommen, damit das Feuerwerk gut aussieht, damit man entsprechende Bilder kreieren kann. Und das ist halt, je enger oder je kleiner der Raum ist, je schwieriger wird es. Und die Schiffe sind, sagen wir mal, nicht die größten unbedingt. Also in Konstanz sind die 50 mal 10 oder 12 Meter. Und da stehen zwei oder drei Stück. Das ist, also das ist nicht viel Fläche für ein Feuerwerk aufbauen. Und in Zürich sind es ähnliche Größen, ein bisschen größer sind die da und es sind 5 Schiffe, die wir da zur Verfügung haben. Aber trotzdem, normalerweise, wenn man so eine Größenordnung wie Zürich aufbaut, dann haben sie in der Regel einen Feuerwerksplatz von einer Breite von 120, 130 Meter, also eine Tiefe von 50 Meter, locker 2 Fußballfelder. Und das muss man eben da alles auf diese enge Schiffe zusammenbringen. Krass. Ich habe vorhin gefragt, wie das mit der Anbahnung eines solchen Geschäftes läuft. Wie ist das hier? Kommt da die Stadt Zürich und sagt, wir haben hier 15 Millionen Euro zur Verfügung. Mach uns mal was Schönes. 15 oder? Millionen Euro wäre nicht schlecht. Das würde mich freuen. Ich wollte es hier nur locken. Was kostet denn so ein Zürich-Silvesterzauber? Ja, kostet weit drunter. Ja. Aber es kostet halt schon Geld. Aber die Zürcher machen natürlich einen wunderbaren Schnitt damit. Sie haben wirklich für 2 Tage, sind 2 Feuerwerke, eins am Freitag, eins am Samstag, haben die Stadt rappelvoll. Es sind Tausende von Besuchern da oder zigtausende von Besuchern da. Unendlich viele Stände, die ihre Waren feilbieten, die Essen anbieten, Getränke anbieten. Und letztendlich wird es über die Konsumierung, wird das Ganze finanziert. Von daher ist es schon ein relativ gutes Geschäft für die Stadt und natürlich eine riesige Promotion für die Stadt. Wenn sie das machen, wenn man das Verhältnis sieht, ist das Feuerwerk nicht mehr arg teuer. Aber letztendlich hat natürlich die Stadt, wie auch wir, eben unseren Nutzen draus. Natürlich. Ja. Wie entsteht denn ein solches Feuerwerk? Ich meine, das ist ja ein Gesamtkunstwerk, sowohl für Auge als auch für Ohr. Meistens wird das mit klassischer Musik unterlegt. Wie funktioniert da dieses Zusammenspiel? Wie wählen Sie die Musik aus oder macht das der Kunde? Wie funktioniert das? Es gibt sowohl als auch, also oft gibt es auch Kundenwünsche, die einfach sagen, ich hätte gerne den Song interpretiert. Das ist dann meistens so im privaten Bereich oder im Industriebereich, wenn da ganz spezielle Dinge erzielt werden sollen oder irgendein Motto vertreten werden soll, wo das Ganze leidet. Bei den großen Feuerwerken sind wir eigentlich diejenigen, die aussuchen, die das Ganze vorgeben. Und wir sprechen es natürlich mit dem Kunden ab, ob sie damit einverstanden sind, aber in der Regel kommen die Vorschläge von uns. Und dementsprechend, wo das Feuerwerk eben ist, wo sie das Ganze stattfindet, wird die Musik ausgewählt. Ich sage mal, wenn ich ein Feuerwerk auch in Zürich für das Seenachtsfest mache, habe ich ein ganz anderes Publikum. Wenn ich jetzt, sagen wir in Stuttgart beim Volksfest das Abschlussfeuerwerk mache, da muss ich ganz andere Musik nehmen, da muss ich moderne Musik nehmen, auch ein bisschen vielleicht unterhaltende Musik, also leichte Unterhaltung. Das Publikum ist da eben anders, wie wenn ich da jetzt ein anspruchsvolles Publikum habe, wie bei einem Klassikkonzert zum Beispiel, wo dann zum Ende einfach noch ein Feuerwerk dazugeben wird. Da habe ich dann, sagen wir mal, in der Regel in Absprache mit dem Kunden die Eingrenzung des Publikums relativ schnell und dann, dementsprechend wird dann die Musik ausgewählt. Silvester beispielsweise ist jetzt das nächste große, wo wir haben, ist in Stuttgart am SI draußen und da ist halt Party angesagt, natürlich. Und da will man die aktuellen Hits dieses Jahres hören. Dazu gibt es noch 2 Musicals, die jetzt gerade wieder neu anfangen und da gibt dann der Kunde eben vor, bitte die Musicals mitbedenken, die jetzt kommen und der Rest Party, Unterhaltung.
Wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Also Sie sitzen da mit Ihrem Team und sagen, okay, Stuttgart, SI Center, Silvester 2012, 2013, wir sollen 20 Minuten Feuerwerk machen. Vorschläge bitte jetzt. Wie erarbeiten Sie ein solches Kunstwerk, das Sie an den Himmel zaubern? Ja, sagen wir mal, die Choreografien und die Programme, die man dazu schreiben muss, das macht in der Regel, mache ich mit meinem Partner, mit Uli Frick zusammen. Und wir überlegen dann, was passt zu dem Event, was passt zu der Musik, die wir ausgewählt haben und was passt zu dieser Location, wo das Ganze stattfindet. Wie ich vorher schon gesagt habe, ob ein Feuerwerk auf dem See ist oder an Land ist, ob ich eine Kulisse dahinter habe oder nichts, oder ein Dach, jetzt wie im SI, eben bei diesem riesen Hotelanlage, sind es immer andere Bedingungen und man muss immer diese Kulisse und die Umgebung mit einbeziehen. Und dann setzt man sich eben ran, hört sich die Musik an, die man ausgewählt hat, und kreiert dann danach Bilder. Die Bilder, also ich sehe die dann vor mir, wie es aussehen soll, und weiß dann, wie ich das anordnen muss, damit es diese Bilder gibt. Gibt es Trends? Also Sie sind ja zweifacher Pyrotechnik-Weltmeister, haben wir gelernt aus Montreal, wo das große Festival immer stattfindet. Sie waren dreimal Zweiter. Kommen da quasi die Besten Ihrer Art weltweit zusammen und man guckt sich auch von den anderen so ein bisschen Trends ab, die entstehen? Also es gibt bei dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft in Montreal gibt es so 30, 40 Firmen, die da hinkommen, die eben ausgewählt werden, angeschrieben werden. Meistens kann man auch nicht jedes Jahr hin, weil man einfach nicht die Zeit hat, sich so ein neues Programm, Riesenprogramm auszudenken und diesen Aufwand dann zu betreiben. Das heißt, man geht alle paar Jahre mal hin und trifft dann eigentlich auch Kollegen, guckt sich schon aus ein oder andere Feuerwerk ab. Ich denke aber eher, das, was man sieht und neu entdeckt, sind nicht die Choreografien der anderen, weil da hat jeder Designer seine Choreografie. Ich meine, ich mache ein ganz anderes Feuerwerk, wie ein amerikanischer Designer macht oder ein japanischer. Wir haben eben unseren Style. Aber wo man natürlich schon aufmerksam ist, was die Techniken angeht. Wie lange braucht es zwischen erste Idee, wie stricke ich dieses Feuerwerk, bis Sie das fertig konzeptioniert haben? Wie viele Tage, Stunden, Monate dauert das? Ja, auch ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Manchmal geht es schnell, wenn das einfach was ist, was einem liegt, wenn man sofort eine Idee hat. Dann geht es manchmal innerhalb von einem, zwei, drei Tagen. Manchmal brauchen Sie aber auch Wochen dafür, dass Sie einfach keine Idee haben zu dem ganzen Event oder zu der vorgegebenen Musik, wenn sie mal was vorgegeben bekommen haben. Oder dass sie einfach momentan gerade nicht in der Laune sind, eine Choreografie zu machen. Man kann aber so die Regel sagt etwa, für eine Minute Feuerwerk zu programmieren, brauche ich etwa 3 Stunden. Das heißt, wenn ich dann 30 Minuten Feuerwerk zu machen habe, sind etwa 90 Stunden, die ich da dran sitze, bis das Programm steht. Und dann steht aber nochmal zunächst nur das Programm und dann wird das Ganze eben aufgearbeitet, in der Werkstatt vorbereitet, bis es dann am Feuerwerksplatz selber aufgebaut werden kann. Gibt es einen Traum, wo Sie sagen, das ist ein Ort oder ein bekanntes Feuerwerk, das würde ich gerne mal designen und hinterher vollziehen? Ich sage mal, hört sich vielleicht blöd an, aber wir haben schon so viele Träume verwirklicht, wo ich Feuerwerk machen möchte und es dann auch gemacht habe, dass es eigentlich nicht wirklich so ein Ziel gibt, wo ich sage, da muss ich unbedingt noch hin. Natürlich ist es immer toll, ein großes Feuerwerk zu machen und auch Bands zu begleiten, aber letztendlich ist unser Ziel eigentlich eher, dass wir der sicheren Seite bleiben, dass wir die Feuerwerke, die wir kreieren und die wir durchführen, einmal sicher durchführen können, zum anderen auch so, dass das Publikum immer gefällt. Und das haben wir bisher immer erreicht. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass wir da nicht hinten runterfallen irgendwann. Von daher ist eigentlich eher das Ziel, die Kontinuität zu halten und die ganze Firma so im Laufen zu halten, dass wir immer sicher arbeiten können. Und vor allem sich die Kreativität zu erhalten. Genau. Dankeschön, Joachim Berner, bis dahin. Jemand, der auch im Bereich Kreativität unterwegs ist, wird gleich mein zweiter Gast sein, nach einer kurzen Pause. Er ist unter anderem Buchautor, Maler und Musiker. Uwe Merz, gleich hier bei uns zu Gast.